heißt euch willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, Gott, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Ja, zu Season 6 Solo Queue. Ich mach mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser. Ich bin da momentan noch so am rumprobieren, wie laut der ganze Kram ist. Muss ich mir am Ende anschauen des Videos. Ich hoffe, das ist da nicht zu laut oder zu leise. Ja. Und ja, dazu zu sagen kann man nämlich gleich, ich habe nämlich auch schon... Oh, fuck. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe auch schon eben ein Video aufgenommen. Für dieses Format. Allerdings, und zwar mit Evelyn im Jungle. Das lief auch ganz gut, wir haben es gewonnen, sogar ziemlich schnell, ich glaube. Ich glaube, die hatten surrendert oder so, dann nach 20 Minuten irgendwann. Jedenfalls lief das mal ganz gut und die Aufnahme war an sich okay. Aber ich hatte das falsche Mikro ausgewählt. Von meiner Webcam und dummerweise hat man mich zwar gut verstanden, allerdings auch nichts anderes. Also, oder kaum. Die Musik gar nicht und den Ingame-Sound nur sehr wenig. Ich war nochmal ganz kurz ein bisschen leiser. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ganz schön laut. Ja. Gut, wie dem auch sei. Ich wollte es eigentlich erst trotzdem hochladen, aber hab mir gedacht, nee, komm. Ja, das lief schon mal richtig scheiße. Ja, ich bin ein Last-Hit-Gott, wie man sieht. Ja, Lulu ist natürlich kacke jetzt. Da geht erst auf Level 6 was. Nichtsdestotrotz habe ich gerade ganz schön die Last-Hits verkackt. Naja, ich muss sie jetzt reinpushen lassen und im Tower farmen und auch Udi erwarten. Alter, was ist los mit mir? Man merkt, dass ich 2 Tage nicht mehr gespielt habe, aber das wird schon noch. Das ist keine Ausrede, eben lief es ja auch ganz gut. Keine Ahnung, was da los ist. Bisschen aufgeregt hier. Vielleicht, dass ich verkacke, das Spiel. Jedenfalls, ja, worum geht's in dem Format? Wie es schon sich nennt, es geht um Ranked Games, Rangliste, um Solo Queue. Ich werde nach derzeitigem Plan davon ein Video die Woche hochladen. Und zwar immer dienstags. Wenn das heute nicht Dienstag ist, dann ja, weiß ich nicht, was schiefgegangen ist. Ah, Mann, oh Mann. Oh Gott, ich bin gerade echt ein bisschen. Weiß ich auch nicht. Sie konnten mich nicht brechen. Ich wollte den machen, ey. Ich bin gerade völlig ineinander irgendwie. Ja, jedenfalls. Natürlich wird in diesem Format werde ich öfters mal ähnliche oder gleiche Champions spielen, was Sinn macht, weil ich ja gewinnen will. Ist schon ein Art Tryhard-Format oder Tryhard-Video, wie man es halt nennen will. Wobei ich. Entschuldigung. Lulu die ganze Zeit. Komisch. Ja, deshalb, ich werde, wie es aussieht, wenn ich denn die Position Mitte oder Jungle kriege, diese auch nehmen. Jungle ist so seit ziemlich langer Zeit meine Hauptposition, also Main. Jungle jetzt seit kurzem erst, so jetzt seit der Vorsaison könnte man sagen. Ich dachte mir, ich sollte mir langsam mal noch eine zweite Position mehr antrainieren. Ich kann zwar alles spielen, klar, aber dennoch, ich spiele übrigens so hohes Silber bzw. schlechtes Gold. Es schwankt halt immer zwischen Silber 1 und Gold 5 ständig, was mich selber sehr nervt, aber irgendwie komme ich momentan aus Gold 5 leider nicht so richtig raus, aber das soll sich jetzt halt ändern. In dieser Saison, ne? Es ist natürlich jetzt noch Vorsaison. Ist noch Vorsaison. Season 6 hat noch nicht ganz begonnen. Ich glaube, heute oder morgen beginnen irgendwie die LCS, der LCS-Split. Aber ich weiß gar nicht, wann das normale anfängt. Doch, trotzdem dachte ich mir, oh, da geht's ab. First Blood. Ja, First. Ah, nee, klar war das First Blood. Genau. Ich habe auch.
wundere es gerade, warum es auf Deutsch ist. Ich wollte es mir eigentlich auf Englisch einstellen gestern. Habe ich wohl irgendwie dann doch vergessen. Aber ist ja eigentlich auch egal im Endeffekt. Leugnet mich nicht länger. Werde ich auf jeden Fall noch machen. Nachher mal. Ich verstehe auch gar nicht, warum Lulu auf einmal so extrem passiv spielt. Die hatte mich eben voll in der Hand, dann war sie auf einmal 2 Minuten kurioserweise weg. Ich weiß nicht, ob die es auf einmal trollt oder so. Ah, sehr schön, Wulibär hat auch noch einen Kill bekommen. Also keine Ahnung, was mit der los ist. Ganz komisch, eben hatte sie mich ja richtig unter Kontrolle. Ah nein, ich wollte den dicken... Ich könnte sie jetzt eigentlich schon killen, die ist vor allem erst Level 5. Na, okay, das ist mir zu close. Ich hatte nicht genug Mana für Ult, das ist natürlich ärgerlich. Aber wenigstens habe ich meinen Ignite nicht verschwendet. LOL. Habt ihr gesehen, wie low die war? Scheiße. Na, ist egal. Ist egal. Ich gehe auch mal jetzt auf Full Damage, würde ich sagen. Ich spreche nur die Wahrheit. Ich gehe mit Diana immer sehr gerne auf tatsächlich, wie nennt sich das Ding nochmal? Wood of Ages, also Stab der Zeitalter, dieser Lina. Stab der Leben, Mana und Fähigkeitsstärke gibt. Einmal aus dem Grund, weil es das Item, also der Gegenstand mit dem zweithöchsten AP-Wert im Spiel ist nach Abaddons. Gut, Ludens Echo kann man da auch noch einsortieren, vielleicht ist es auf gleicher Schwelle durch diesen passiven Effekt. Aber ja, weil Diana hat relativ gutes Scaling, braucht viel Schaden einfach. Gut, man kann sie auch als eine Art Off-Tank spielen, habe ich auch schon gemacht, im Jungle zum Beispiel. Aber mit viel Schaden macht die eigentlich mehr Spaß. Und ich bin gerade ein bisschen dumm gewesen. Jetzt ist es zu spät, um sie einfach so zu killen. Wegen ihrer blöden Kackult. Oh, da ist wohl jemand. Ja, ich will mir nur den Farm ab. Okay. Ah nein, zu spät. Das ist, denke ich mal, Lee Sin oder so? Ne, Braum ist da. Lol. Wirklich? Sein Ernst? Nein! Die Kackult! Nein, 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 nicht sterben! Sie sind Minions. Wenn ich sie jetzt treffe, wäre das schon nice. Na, daneben. Außerdem, weil es nun mal in der Lane, dieser Katalysator in der Lane, sau praktisch ist. Ah, schnell! Ja. Ich werde gehört. Deshalb mag ich das Item ganz gern. Ich werde es mir, denke ich, auch holen als zweites diesmal. Ich werde eventuell dann noch auf Abaddons gehen. Also als erstes jetzt. Wie viel Money habe ich? Wie viel brauche ich denn? Sagen wir es mal so. Was ist noch zu sagen? Ja. Sonst gehe ich ganz gern sogar als erstes Item darauf. Boah, die frisst gut. Und da ist Lee Sin. Das hat ja aber Schwein, ey. Der ist garantiert über die Wall hier so gesprungen. Ich warte jetzt noch mein Gold ab, bis ich hier genug habe. 850. Meine Augen sind offen. Die Ult macht natürlich nicht genug Schaden. Ich mach 160, das reicht halt nicht. Mein Q könnte sie sogar killen, glaube ich. Ich kann nicht um. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat sie 250 Leben circa. Aber ich kann reinpushen, dass sie nicht rankommt. Ah, das war jetzt schlecht gemacht. Jetzt hätte ich locker den ganzen Farm kriegen können. Darf ich den haben? Okay, dann nicht. Genau, also ich spiele am meisten, werde ich halt Mitte spielen, wenn ich denn dazu komme. Ist halt meine Main-Position, eine altertümliche. Und auch wenn ich anderes spielen kann, habe ich mir jetzt Jungle mal antrainiert. Top. Spiele ich selten. Gibt es nur wenige Champions, die mir da halbwegs Spaß machen. Lustigerweise auch sowas wie Wulibär. Finde ich da ganz cool. Aber spiele ich sehr selten. Die Position an sich gefällt mir nicht so. ADC ist MF halt gerade voll stark. Ist sehr nice einfach.
Das ist auch eine der wenigen. Was. Keine Ahnung, was jetzt abging. Ich will mir trotzdem mal zur Sicherheit ein Pink Watch. Nehme ich mal mit, falls sie einen anderen kaputt machen. Er ist jetzt 1, 2. Ah, die Combo-Leone MF ist natürlich sehr stark. Wir haben auch, finde ich, ein relativ starkes Team. Volibear ist schön tanky, macht trotzdem keinen guten Schaden ziehen, vor allem mit der W, mit diesem Biss. Udyr geht auch auf Tank, das finde ich eigentlich ganz nett. Zumindest wahrscheinlich auf Tank. Finde ich Udyr stark. Leona ist sehr tanky, ich finde, ich als Diana bin. Deshalb ist auch einer der Gründe, warum ich Diana sehr mag. Eine der tankiesten. Oder ja. Tankiesten, sagt man das so, keine Ahnung. Midlaner. Die trotzdem Damage pressen kann, wie man gerade sieht. So, ja. Wollte ich mal kurz demonstrieren. So läuft es doch. Sehr schön. Genau, deshalb spiele ich Diana sau gerne in der Mitte. Jungle spiele ich Evelynn sehr gerne. Habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass sie was ich gespielt habe. Das Schöne an der ist. Stirb! Oh, das war richtig close. Das war close. Sehr schön. Sehr schön! Ah, läuft gerade so richtig geil. Ich könnte eigentlich. Ich weiß nicht, ob der Teleport hat, der Nasus. Aber ich denke, ich würde wegkommen. Wir machen mal den Tower, da helfe ich lieber. Da habe ich noch ein bisschen mehr Geld. Gold. Wie auch immer. Gut, ich brauche zwar noch 200. Aber lohnt sich gerade alles nicht so. Die Botlane rasiert auch schön. Ich werde mir dafür einfach schon mal die Schuhe holen. Ich werde gehört werden. Ah, ich weiß nicht, ob ich. Ich höre mir lieber den Pink Ward. Stell ihn wieder rein. Ich habe ja eben hier reingesetzt. Irgendwie war das so. Ich habe es auch gemerkt, aber ich dachte mir, ich packe jetzt lieber einen da rein. Man weiß ja nie. Ich hätte ihn mehr gebraucht, denn hier oben im Busch so. Wäre viel schlauer gewesen. Aber gut, passiert. Das sind 75 Gold. Sicherheit. Face Swift, Safety first, würde ich sagen. Auch der Mond ging auf. Ist Leona jetzt wegen mir gestorben? Schreib mal, Entschuldigung, weil ich mich weggepinkt habe, dass Lulu. Also gepinkt habe, dass Lulu weg ist. Ah, der Herold. So, jetzt. Achso, wie viel Gold brauche ich noch? 500 für. Okay, okay, okay. Ich kann nicht umkehren. Kommt da einer? Ich könnte die Raptoren machen. Falls sie. Oh! Meine Augen sind offen. Falls sie da sind. Ah. Oh, der Damage! Oh oh. Okay, war jetzt nicht so schlau. Ah, die hat Barriere, ist mir gar nicht aufgefallen. Lol. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen doof. Das war jetzt wirklich. Ich dachte so, oh, ich mach voll den Damage auf Lee Sin rein. Aber okay, das. Ja, hätte ich ein bisschen anders machen sollen. Da, ich bin manchmal noch, muss ich zugeben. Viel zu greedy, vor allem wenn ich vorne liege. Mit 2-0-1 oder so wie jetzt. LOL. Sie stirbt einfach fast am Tower. Das wäre jetzt so geil geworden. Dann hätte sie. Ich hätte zwar nicht den Shutdown oder so. Den Shutdown sag ich schon. Nicht den Kill bekommen. Aber das Lustige wäre einfach, dass sie nicht mehr hätte fahren können. Oh, herrlich. Ja, aber läuft bis jetzt ganz gut. Und wie gesagt, das Team finde ich ganz gut. Wir sind sehr tanky durch Leona, Volibear, auch Udyr gewissermaßen. MF und ich machen Sauschaden. Ich bin auch noch recht tanky. Wir haben AP und AD, also besser geht eigentlich kaum. Das Einzige, was wir vielleicht nicht haben, ist so ein übelster Wave Clear.
Weil ich da schon Diana halbwegs. Ich hab den Blue wieder nicht bekommen, war klar. Er ist halt voll low. Aber da komme ich nicht ran. Die Dämmerung nacht. Ah, ärgerlich. Ich hatte auch noch Ignite, aber da habe ich nicht. Nein, was machst du? Nein! Ja! Oh, das Ignite hat es doch noch gerettet. Jetzt habe ich nicht aggressiv genug gespielt. So, weißt du? Leona ist halt unterm Tower voll. Volle Kanne reingegangen. Hat richtig viel Tower Shots gefangen. Muss ich so sagen. Vielleicht kriege ich die. Ah, nein! Wenn ich den. Oha! Wenn ich den getroffen hätte, ne? Scheiße! Oh, lol! Und! Ah ja. Das ist der Grund, warum ich Diana so liebe. So genial. Was ich vorhin, glaube ich, noch nicht ganz beendet habe zu sagen. Hol ich mir das jetzt? Ne, ich hol mir jetzt das andere. Ich hol mir jetzt mal hier das da. Ich werde gehört. Ich könnte jetzt auch noch auf Full Damage gehen, da würde ich halt noch mehr weg die weghauen, aber ich glaube, es reicht an sich schon mit dem Weghauen. Ich habe jetzt 4-1. Und wie gesagt, das ist das. Das dauert zwar ein bisschen, bis es aufbaut, aber wenn man das halt schon early kauft, ist das kein Problem. Weil man, wie gesagt, den zweitgrößten AP-Schaden hat im ganzen Spiel mit dem Item. Vorausgesetzt, es erreicht seine Stufe 10, das wird ja jede Minute stärker. Aus dem Grund, ja, hole ich mir das mal. Ich werde jetzt nicht, ich werde am Anfang ein bisschen. Hallo, ich habe ihm erstmal seine Raptoren weggenommen und dann noch. Ja, Lulu, komm ruhig wieder her, kein Problem. Ach, daneben. Nein. Und ich mag es, schön tanky zu sein. Ah, ich bin tot. Ich find's schön, wenn man nicht ganz so schnell stirbt. Ah, das war jetzt auch etwas zu viel. Hau sie weg! Jawohl! Läuft! Ah, das ist mal ein richtig schönes Team, muss ich sagen. Die Gegner sind auch nicht schlecht, auf keinen Fall, aber ist ein schönes Team. Na, auf jeden Fall, hier habe ich zwar gewissermaßen schon mehr Damage durch die Magie-Durchdringung, aber das lohnt sich sowieso erst im Late-Game, das Item, der Lernstab. Da bin ich mit dem anderen viel stärker. Klar, jetzt habe ich erstmal nur Leben gekauft. Aber dann. Und das. Im Jungle spiele ich übrigens ganz gerne Evelynn. Weil ich die Ganks richtig cool finde. Aber da kann ich später auch noch was dazu erzählen. Die werde ich 100 Pro hier nochmal in dem Format spielen. Sie konnten mich nicht als Tank vielleicht sowas wie Shyvana. Habe ich früher sehr viel gespielt. Momentan nicht so. Aber das kann man bestimmt wiederbeleben mal. Oder jetzt auch neu, mehr oder weniger Elise. Die ist auch richtig nice, muss ich sagen. Ha! Outplayed, son! Oh, scheiße. Oh, stirb! Scheiße. Fuck. Ja, das war jetzt schon wieder scheiße gespielt. Naja, ich wollte den retten, wäre es eigentlich weggelaufen. Ich bin ja extra auf Braum. Erstens, weil mein Ulti da resettet, bei Lee nicht. Und außerdem habe ich dann durch mein E, habe ich ihn trotzdem noch zurückziehen können. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, hör auf, hör auf, hör auf. Reicht jetzt, reicht jetzt, reicht jetzt. Nicht wie ich, nicht wie ich. Nicht wie ich, bitte. Attack die Minions. Also ich meinte jetzt gerade Volibear, der hat doch die Ult angehabt, wenn er die Minions attackt. Minions, ach, die Minions attackt, geht der Damage ja trotzdem rüber auf die gegnerischen Champions. Und er wäre trotzdem in Reichweite, also er wäre halt in Range, er könnte selber nicht attackiert werden. Naja, nicht so schlimm.
Genau. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich mein... Oh, geil. Oh, nicht so geil. Nicht so geil, nicht so geil. Was? Alter. Er hat 4-5. Oha, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ups, ups, ups. Aber ich hatte ihn, ich habe ihn halbiert am Anfang mit der Kombo halt, ne? Aber danach ist halt Ende und so. Ein Kuhn, ich bin tot. Meine Augen sind offen. Ich komm nochmal, er hat keine Ult mehr. Überlebe, 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 überlebe. Auserwählte des Mondes. Ja, so läuft das. Sehr schön. Sehr schön. So, so stelle ich mir das vor. Nice bait. Oh oh. Ah Mann, so ein Wichser. Jedes Mal schiebt er mit seinem Smite die Basollen. Monster. Im Jungle. Du bist gerade auf dem Sprung. Blutrausch. Du unterwegs mit. Geht ganz leicht. Starte einfach mit etwas, was dir gefällt. Und sei das eh jetzt meine Bewohner wird im Hintergrund. Könnte durchaus passieren. Aber ich hoffe mal nicht. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Wegen der Musik. Ich bin zwar auf Spotify und hört eventuell gerade Werbung, aber das ist keinerlei. Wie nennt sich das überhaupt? Habe ich ganz den Namen vergessen? Ach, ihr wisst schon. Ihr Produktplacement oder so ein Scheiß. Ich mache ja kein Geld mit meinem YouTube. Momentan. Daher. Und hab's auch erstmal nicht vor. Wenn ich habe 20 Abonnenten. Von daher. Nee, das ist einfach nur die Spotify-Werbung von sich. Und die kann ich halt nicht ganz vermeiden. Und ich spiele aber nur Stirb! Raus, 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 Flash! Weg mit dem, weg mit dem! Zerstört! Gerne für Tower. Ich spiele nur No Copyright Sound Music. Das gibt's auch auf YouTube, könnt ihr mal nachschauen. Die benutze ich auch immer mal für meine Videos ganz gerne. Weil die extra Musik für YouTuber bereitstellen, sodass man nichts für die GEMA bezahlen muss. Und ja. Ich weiß nicht, welche holen soll. Ich habe richtig Lust auf Damage. Ich glaube, das sieht ja eh gerade ganz gut aus. Aber haben die schon mal gute Resistenz? Ein bisschen nix. Eigentlich kaum. Ich glaube, ich gehe heute mal das. Das gehe ich eigentlich nicht so oft. Ruins Echo ist so mein Favoriten-Item. Auf Evident mag ich es, muss ich sagen. Fast mehr als Rabadons, weil du diesen Lauftempo-Schub hast. Und dieser First Spike, den du machst, du steigst dich halt ran und dann einmal eine Combo und das macht halt so viel Schaden. Ich hatte mal eben meine. Sehr schön. Ah, scheiße. Scheiße, Alter. Alter! Okay, der Nasus ist ganz schön hardcore gefeedet. Ich glaube, der hat. Ich weiß nicht. Ich spiele Nasus nicht. Wie viele. Sind das gute Stacks? 318 bei. Ja, töte ihn, töte ihn, töte ihn! Das Glück, Alter. Bei 24 Minuten ist vielleicht nicht verkehrt, oder? Ich glaube, ich hole mir lieber Rüstung. Statt Damage. Ja, weil irgendwie wegen dem Nasus, Alter. Und vielleicht sogar noch das, da bist du halt auch richtig. Das ist nice slow. Ich habe mein Pinkwort immer noch nicht gesetzt. Das ist ziemlich dumm. Mach ich jetzt mal. Ja, ich werde mir lieber. Ich werde mir lieber Sonyas holen. Sie
Drake? Ja, Drake. Warum nicht? Da haben wir ein bisschen Lauftempo. Das ist gut gegen Nasus immer zu hören. Das ist mein 5%. 5%, ne? Oha. Soll ich den jetzt alleine machen? Ja, jetzt ist auch egal, ne? Jetzt komme ich da eh nicht mehr hin. Dann mache ich lieber schnell den Drachen. Mach ihn, ja. Okay, ein für ein momentan. Okay, was soll die Krabbe machen? So, sind die low? Ich komme! Ne, jetzt zu spät. Weg da. Fuck. Nein! Oh, Alter, das war so knapp. Ah, scheiße, ich wollte noch dodgen. Shit! Fucking shit. Oh, Mann. Erstmal schreiben. Okay, wir verkacken, wir throwen gerade hart. Also noch sind wir im Goldvorteil. Aber Nasus, Alter. Scheiße, jetzt haben die einen Ass. Fucking shit! Ach, egal. Meine Augen sind offen. Ja, er redet wie Yoda. Focus, we need. Wir brauchen wirklich einen Fokus. Und eine ordentliche Teamfight. Ich war gar nicht bei den Teamfights dabei. Ups, bin ich weiter geworden. Ich mach einfach mal ein Q rein. Einfach mein. Oh, verdammt. Scheiße. Ich hatte ja gehofft, dass wir es gewinnen. Jetzt sollten wir nur noch farmen. Ich werde gehört werden. Nein. Sie wollten nicht zuhören. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept. Ich bin von 4-1 auf 5-5. Das ist ganz schön scheiße. Was macht man da am besten? Das Problem ist echt Nasus. Ich kann nicht um. All together. Lucien, ja, den sollten wir womöglich fokussieren. Udyr ist ganz alleine. Der geht hoffentlich rechtzeitig weg. Ja. Vor keinem falschen Licht. Ich weiß jetzt nicht, ob hier jemand ist, ne? So. Was macht man jetzt am besten? Wir brauchen einen ordentlichen Teamfight. Eventuell sind wir noch im Goldvorteil. Allerdings haben die Baron. Wir haben dafür drei Drachen und die Kain. Ich weiß nicht, ob der da bis dahin weg ist. Der Nasus, der scheint bis dahin weg zu sein. Nein, hau da ab! Was macht sie denn? Warum nur? Ey, jetzt mal ernsthaft. Warum machen die das denn nur immer? Okay, sie haben es halt hart gefroht, ganz ehrlich. Wir hätten das Spiel eigentlich locker in der Tasche.
Ja, komm her! Ups, ich wollte SQ-Trip. Hat nicht geklappt. Den Baron Buff haben die halt so stark gerade. Boah, fucking shit. Du kannst nichts machen gegen Nasus, ey. Das ist doch scheiße. Wir hätten halt warten sollen, bis wir 5 Leute sind, aber Udo rennt genau rein, Miss Fortune auch. Das ist scheiße, sowas. Das ist sehr, sehr schade. Vor allem, weil es so gut angefangen hat, ey. Naja, das muss ich ja zulernen. Warum rennt er da rein, Alter? Egal. Okay. Naja, generell trotzdem an sich ein gutes Game. Auch wenn ich selber ein bisschen zum Teil verbockt habe. Man soll ja die Fehler bei sich selber suchen. Ich bin auch tot. Ich bin halt einfach auch tot. Nein, ich habe sogar mein Q gemisst, ich Idiot. Ich hätte Lulu killen können. Oh Gott, war das schlecht. War das schlecht, ey. Ja, jetzt ist auch meine Schuld. Offiziell. Ja, was willst du machen? Ich dachte, ich krieg den Braum locker, aber der ist jetzt gut ein Tanky geworden inzwischen. Okay, anscheinend ist er noch nicht ganz verloren. Okay, immerhin. Vielleicht wird es ja doch noch was, wenn wir nochmal einmal ordentlich gruppen. Wie sollen wir den Chase stoppen jetzt? Wir können uns den 4. Drachen holen. Udyr, mach mal Drache. Mach mal bitte Drache. Dann haben wir 4 Stück. Dragon. Ich geh mal mit. Oh lol. Ah, Lee Sin wird die 100 pro klauen. Okay, ist noch nicht ganz verloren. Auch ich hatte schon gedacht, die machen jetzt fertig. Oh Leute, lasst es einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird doch nix. Ah, wie ich mein Q eben gefällt habe. Ich hätte locker gegen locker Lulu killen können. Okay, wir haben 4 Drachen, das ist schon mal schön. Gut, der 4. ist nicht so krass, aber der 5. dann. Klar, die Drachen helfen uns nicht gerade unbedingt zu gewinnen, aber dennoch haben wir etwas mehr Schaden an seinen Monstern. Wenn wir verteidigen müssen im Nexus, ist das schon mal ganz nice. Okay, yo, mach den Inhib, mach den Inhib. Oh Gott, ich sehe schon, dass wir das Spiel noch wenden können. Scheiße, geil. Ich habe halt eigentlich richtig Burst Damage, aber ich muss dann Lucian rankriegen, oder? Ah, Lulu ist nicht so stark. Okay, jetzt schnell pushen. Ich pushe schnell und... Ich komme dahin. Ja, sehr schön. Sie haben 2 Inhibs bekommen. Jetzt sieht schon besser aus. Reosonias. Jetzt kann ich reinpreschen und dann mal kurz... Weiß nicht. Ich spreche nur kurz die Wahrheit. Ins Stase oder wie der Kacke heißt. Kurz verwundbar werden und dann vielleicht klappt das. Also wie gesagt, mit einer Flash-Q-Ult-Kombo könnte es klappen. Oh, Baron ist ab, ich will mir noch rüber schnell. Ja, wir müssen wirklich, also vor allem Lucian. Lulu hat 5-7 inzwischen. Okay, sehr schön. Ja, Leona muss vorgehen.
Ich habe auch Flash. Ich muss unbedingt Lucian kriegen, denn wenn der tot ist. Ich habe keine Ult, ich habe keine Ult. Schande. Ich habe aber Flash. Okay, rauf da, Attacke, Attacke. Alle auf ihn, alle auf ihn. Ja! Okay, Baron. Oder finishen, können wir finishen? Wir haben 30 Sekunden. Geil, 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 geil. Alter, wie wir das Spiel nochmal gedreht haben. Meine Fresse, das ist nice. Ah, ich attackiere einfach den Nexus. Das ist richtig nice. Oh Gott, das war ja so close. Wir hätten es fast verloren. Geil. So wünsche ich mir ein richtig schönes Ranked-Game. Das hat Spaß gemacht. Geil. Ja, vielen Dank fürs Zusehen erstmal. Kommen jetzt, wie gesagt, einmal die Woche so ein Video, wo ich Rangliste spiele und euch dann auch, sobald dann die Season ordentlich anfängt, zeige ich euch dann auch mal auf welchem Rang ich gerade bin. Ist ja jetzt noch Pre-Season, aber ich dachte, ich mache trotzdem schon mal ein Video. Das sind ja schon alle neuen Items und so. Und das wird immer nach jetzigen Plan dienstags erscheinen. Mal sehen, ob das so bleibt, ob ich jetzt nicht nur Blödsinn laber, aber ich denke mal, das wird auch so sein. Genau, können wir mal ganz kurz gucken, wo ich jetzt stehe. Ich glaube nämlich, dass ich... Tatsache! Sieht man das überhaupt gerade schon auf dem Bildschirm? Ja. Ich war nämlich mal abgestiegen zwischendurch, jetzt in der Preseason und wieder Gold. So macht das doch Spaß. Sehr schön. Voll cool. Also, ja, wie gesagt, vielen Dank und war ein spannendes Spiel. Bis zur nächsten Folge oder vielleicht auch zu einem anderen Format. Ne? Macht's gut, ciao.